Zu den mächtigen Köpfen in Kiew gehört neben Ministerpräsident Jazenjuk und Vitali Klitschko auch Ole Tjaniburg. Seine Svoboda-Partei, auf Deutsch Freiheitspartei, stellt drei Minister und hat zweifelhafte Vorbilder. Es gab Zeiten, wo man uns Ukrainer als Schmarotzer beschimpft hat. Heute sind wir die Erben von Stepan Bandera. Stepan Bandera, der Held der Svoboda-Partei, ein Nazi-Kollaborateur. Im Zweiten Weltkrieg verbündete er sich mit dem NS-Regime, kämpfte gegen die Russen und war an der Verfolgung der Juden beteiligt. Heldenverehrung eines Faschisten, auch auf dem Maidan. Drei Finger auf blauem Grund, Erkennungszeichen der Svoboda-Anhänger. Bandera, komme zurück und sorge für Ordnung, Ukraine über alles. Auch in Deutschland sind Svoboda-Funktionäre gern gesehene Gäste bei der NPD. Sächsische Abgeordnete posieren mit ihren ukrainischen Kameraden. Die rechte Gesinnung des Parteichefs schon lange unmissverständlich. Schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäule, die Deutschen, die Judenschweine und anderes Ungeziefer. Kämpft für unsere ukrainische Heimat. Jetzt steht dieser Mann mit an den Schalthebeln der Mächtigen in Kiew, den Verbündeten der westlichen Welt.